So, irgendwie muss ich es doch schaffen, dass ich hier noch ein bisschen Platz im Inventar, also Gewicht quasi. Beweglichkeit macht das Todeskrallensteak. Nee, ich. Das war ganz nett, aber hat nichts gebracht. Moment, was? Ich habe gerade einen Wein. Okay, egal. So. 4. Ich kann, glaube ich, auch einfach irgendwas wegschmeißen, wenn ich das so sehe. Zum Beispiel Zuckerbomben. Wobei ich glaube, ich brauche das zum Kochen, oder? Gewicht. So, jetzt haben wir diese schweren Sachen, glaube ich, oben. Ja, okay, das ist schwer. Das gebe ich zu, aber das will ich auch nicht alles. Aber so. Ist das jetzt. Nach was ist das jetzt sortiert? Schaden, Wert, Gewicht. So. Ja, komm. So, dann kann ich mich wenigstens wieder bewegen. Ja, guck mich nicht so an. Du bist mit Schuld. Tato. Oh, ich glaube, wir sind gerade nüchtern geworden. Mich ärgert das gerade, weil. Streuend. So. Jetzt sind wir fast da. Okay, wir sind immer noch da. Hangman's Alley. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Hangman's Alley. Da kann ich Sachen einlagern. Kann das sein? Aber wo... Moment, das ist da oben. Sehe ich das richtig? Hangman's Alley ist hier oben? Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal den Weg freiprügeln oder so. Wer bist du denn? Ein Verkäufer! Ich hab den besten Schrott im Commonwealth. Oh, Gott sei Dank. Klar, ich schau's mir an. Okay, so. Hier sortieren wir mal. Sortiere ich nach Wert? Ich glaube ja. So. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich frage mich, ob ich die aufheben. Muss ich die eigentlich aufheben oder kann ich die ver... Obwohl, ich will die gar nicht weg. Nee, ich will die gar nicht weggeben. Streuend Lasergewehr, Wert 30. Das müsste ich eigentlich auseinandernehmen. Ich habe keine Ahnung, was streuend macht, aber... Ja, okay, komm, weg damit. Das behalte ich, weil das Präzisionsschützen könnte wirklich interessant sein. Versteift, verstärkt. Nee, komm, weg damit. SP-Kampfrüstung. Also, das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Leichtbau ist wieder ganz interessant. Das können wir nochmal verkaufen. Hat der noch eigentlich irgendwas Interessantes, bevor ich jetzt hier... Gidea Buttercup. Hochleistungsmagnet? Nee, ich... Blastradius. Ich muss mal gucken, ob der natürlich irgendwas hat, was vielleicht interessant ist. Unbenutzte Sturm. Der hat nur Schrott. Na ja, gut, die paar Patronen, aber. Zweimal 36. So, nehmen wir einfach mit. Ja. Der Händler hat nicht genügend Kronkorken. Was? Hat nur 7. Ach komm, scheiß drauf jetzt. So. Ach, und da fällt mir ein, ich sollte auch mal wieder mehr mit Ausgeruht und so spielen. Nee, ich will eigentlich jetzt wissen, was da ist. Ich glaube, da kann ich nämlich Sachen einlagern. Verdammt. Ich sehe es schon. Ich spiele bestimmt wieder 20 Folgen, ohne nach Diamond City zu kommen. Wo kommen die eigentlich her? Ich bin doch hierher gekommen.
So, ich höre jetzt aufständig jeden. Also, irgendwo hier ist es auf jeden Fall. So, das heißt, ich muss eigentlich nur den Eingang finden, wenn ich das richtig sehe, weil wir laufen schon... Ist das hier? Kann ich hier bauen? Kann ich hier... Tatsache, das ist unseres. Das ist alles unseres hier. Das finde ich cool. Das gefällt mir natürlich sehr gut jetzt. Das wusste ich gar nicht, dass das hier unser Krempel ist. Ja, Tatsache. Geile Aktion. Jetzt haben wir hier die Station. Ich glaube, das lasse ich so. Ich finde das ist eigentlich cool gemacht hier. Okay, ich glaube, ich habe gerade so dümm. Das heißt, ich kann also Escape. So, dann müsste ich doch jetzt hier eigentlich auf meine normale Gummiholzstahl. Nee, okay. Da war ja was, da war ja was. Das ist ja... Aber ich dachte, war das nicht ein Inventar für alle? Naja, dann muss ich, glaube ich, jetzt doch mal... So... Der kriegt ein Standardvisier. Was heißt denn das Präzisions... Ah, hier. Nee. Wodka wirkt nicht mehr. Der hat jetzt einen Standard... Kann ich das... Waffenfreak und Wissenschaft, okay. Wie kriege ich denn... Ach so, den kann ich jetzt... Schade, den kann ich nicht rausnehmen. Weil ich habe keine... Was? Ich habe keine Schrauben. Ach, okay. Dann hilft uns das jetzt natürlich nicht wirklich weiter, dass wir hier... Ach, Mann. Ich dachte halt, ich könnte jetzt hier meine Sachen schnell ablagern. Abladen. Wir haben zwei Betten. Ah, egal. Dann muss ich, glaube ich, doch mal den Weg kurz nach Sanctuary machen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich glaube, alle zwei Folgen wird das mal vorkommen. Da muss ich mir erstmal mein Inventar wieder leer machen. Ich bin so ein bisschen angenervt. Also... Ich glaube, mich würde es, wenn ich so alleine spielen würde, gar nicht so stören, aber im Let's Play stört es mich, weil ich die ganze Zeit einfach nur Zeit schinde irgendwie. Und wir haben schon lange irgendwie, keine Ahnung, jetzt, ich nehme schon wieder drei Folgen auf und ich hatte noch keine Action. Das deprimiert mich auch gerade, ich brauche richtig Action. So, erstmal den gesamten Schrott. Dann sortieren wir mal nach Gewicht. Im Übrigen, also Herzchen. Rein da, auch rein. Die rechtmäßige Herrschaft benutze ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Ding könnte... Moment, ich hab's aber noch... Die ist halt sauschwer auch. Groot. Aber wir haben's noch ge... Naja, egal. So. Meine Gasmaske mit Brille bleibt natürlich.
Stealth Boy kann einer, glaube ich, weg. Ach, na gut, der wiegt eh nichts. So, Dogmeat, Junge, komm mal her. Aufgepasst. Ey. So. Nehmen. Oh Gott, ist das viel. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja, bin ich. Hör auf, daran zu zweifeln. Okay, so. Erstmal wieder den Schrott. Kompensiert, gehärtet. Da sind schon, glaube ich, ganz coole Sachen dabei, aber... Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, mein Inventar wird immer voller. Also jedes Mal, wenn ich was zurückbringe, ist es hinterher voller als vorher. Warum habe ich eigentlich Insta-Püree dabei? Ich esse das doch gar nicht. Ich ärgere mich jetzt schon. Meine ganze Werkstatt ist voll mit Krempel, den ich wahrscheinlich nie wieder benutzen werde. Weil ich einfach nicht weiß, wann und wie ich da aufräumen soll. Okay, so, wir gehen noch mal kurz zur Kochstation da drüben. Hey, arbeiten hier! Was geht? Hier wird nicht... arbeiten, habe ich gesagt. Hier wird nicht gefaulenzt. Ihr müsst meine Siedlung hier in Schuss bringen. So... Das war wenig. Das war auch wenig. Schade. Ich dachte, ich könnte mehr kochen. Na gut. Ah. Hier passt sogar jetzt jemand auf. Das finde ich gut. Und die Dame? Haben Sie irgendwas Verdächtiges bemerkt heute? Wie sieht die eigentlich aus? Wo kommt die her? So, mal ganz kurz, wo wir hier sind. 16 Betten, 8 Leute, Wasser für 15, okay. Schutz, okay. Das klingt ganz okay. Dann lassen wir uns nicht lange aufhalten. Ich mache noch was vor. Hangman's Alley. Ich gehe mal vom Reservoir aus. Ich glaube, da bin ich schneller in Diamond City, wenn ich das gerade richtig gesehen habe auf der Karte. Sicher bin ich mir aber auch nicht. Ach, diese Ladescreens. Mach schneller, Spiel. Wir haben doch keine Zeit. Ja, ich bin hippelig gerade. Ich will weiterspielen. Ein Todeskrallenhandschuh. Warum sehen wir eigentlich die ganze Zeit ein Bett? Ich will... So. Schönes Bett von allen Seiten. Ich hoffe, er lädt jetzt... Ach, na endlich. Okay, wir sind tatsächlich auf der anderen Seite. Dogmeat hat was gefunden. Was hast du denn... Ja, ist schon doof, wenn da so ein Ast im Weg ist, ne, Junge? Noch mehr. Oh, diese ätzenden Fliegen, ich hasse sie wie die Pest. Alter, ich krieg hier nochmal...
komm, egal. Noch einer, komm, 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 komm. Alter. Diese blöden Blähfliegen, die gehen mir so auf die Nerven. Ich treffe die auch nicht richtig. Was ist denn... Was ist denn hier los? Blutkäferrüssel. Igitt. Wo ist die? Lebt die andere noch? Auf jeden Fall haben wir ein Terminal gefunden. Und ich fange wieder an, sinnlose Sachen. Edwins Terminal, wir gucken uns das erstmal an. Datenverlust festgestellt, bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Willkommen, Edwin, wählen Sie bitte einen Eintrag. Muss ich mir viel, viel vorlesen. 7.9.2187. Bess und ich waren kurz vor Sonnenuntergang drin. Da ist noch alles in einem Stück, obwohl die Nordseite ein bisschen mehr abgesunken ist. Ich muss es abstützen, wenn ich nächstes Mal in der Gegend bin. Feder? Was? Es war aber alles verwüstet. Verdammte Raider. Ich werde ein, zwei Wochen brauchen, um das wieder zu säubern. Was meint der... Oh, Entschuldigung. Was meint der mit Feder? Ah, ich habe vergessen, wie schön es war, von der Straße zu kommen. Bess scheint sich auch gut einzuleben. Unglaublich, dass schon 10 Jahre vergangen sind. Ich weiß noch, wie Annika die Schrotflinte auf mich gerichtet hat. Ein tolles Kennenlernen. Wir waren wohl beide froh, dass sie nicht abgedrückt hat. Heute Morgen haben ein paar Blähfliegen Bess belästigt. Ich habe sie verjagt. Widerliche Viecher. Am Nachmittag habe ich einen Schocker aus Teilen des alten Generators gebaut. Scheint zu funktionieren. Ein Stromstoß aus dem Ding, dann kommen die nicht mehr wieder. Okay, er hat sich also eine Fliegenfalle gebaut. Heute Nacht gab es Sternschnuppen. Ich saß an Deck und habe sie beobachtet, wie früher. Sie ist jetzt seit 3 Wintern fort. Alles, was mir geblieben ist, sind ihr Medaillon und dieses alte Ding. Sie hat was Besseres verdient. Hä, wer? Ich war beim Fischen, als die Insekten zurückkamen. Blähfliegen oder noch schlimmere Viecher. Ein riesiger Schwarm. Ich habe ein paar gute Schüsse hingelegt, allerdings ist das Boot gekentert. Ich musste zurückschwimmen. Ich habe sie wohl verjagt, zumindest fürs Erste. Bess hat Angst, aber sie schafft das schon. Wenn das so weitergeht, verschwinden wir sofort morgen früh. Bess lag doch, glaube ich, da draußen, oder? War ein Brahmin. Ich kann das Medaillon nicht finden. Es muss mir aus der Tasche gefallen sein, als das Boot gekentert ist. Ich muss zurück. Das ist alles, was mich an sie erinnert. Das darf ich nicht auch noch verlieren. Ich glaube, das Spiel möchte uns... Au. Au. Das hat uns gerade geblitzdingst. Meister. Ich, auf. Ich muss da was machen. Ein Wecker, Zigaretten. Ach, nichts Interessantes. Da doch, ein Kronkorkenvorrat. Ein Löscher. Buff-out. Jet, okay. Terpentin, was hat der denn alles in seiner Hütte hier liegen? Ich habe das dumpfe Gefühl. Hallo, Bess. Da ist das Boot. Ich habe keine Ahnung, was mich unter Wasser erwartet. Bäh. Moment. Hilfsmittel, so. Wo ist denn Rad X? Und dann essen wir noch mal irgendwas, was ein bisschen Leben wiederherstellt. Ich hatte hier doch irgendwas, was TP und AP... Nee, nichts, was bufft. Oh, ich glaube, das war ganz gut. Meierlörkuchen. Jetzt können wir nämlich unter Wasser atmen. So, hier ist das Boot gekentert. Hier liegt total viel Krempel rum. Ja, aber das ist ein Auto. Das ist doch nicht... von dem, oder?
Alter, was hier unter Wasser alles rumliegt, das ist ja der Hammer. Aber ich suche eigentlich... Edwins Schlüssel? Oh Gott. Legendäre Eiter... Igitt, legendär... Was? Legendäre eiternde Blähfliegen? Schnell da rein, schnell, 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 schnell. Nein! Ah, oh, und ich habe nicht gespeichert. Ah, oh, fuck. Ah. Ich habe nicht gespeichert. Nein. Oh. Okay, alles nochmal.